Hier seht ihr ein Schälchen Mayonnaise. Glaubt ihr etwa, dass die selber gemacht ist? Nein? Doch, ist sie. In diesem Video verrate ich euch, wie ihr echte Mayonnaise schnell und einfach machen könnt. Und schaut euch das Video komplett an, denn es gibt Tipps und Tricks und einige Überraschungen. Ich bin Kalle und ihr seid bei Kokso mit Kalle. Herzlich willkommen! Die Zutaten meiner Mayonnaise unterscheiden sich kaum von den Zutaten anderer Rezepte. Doch werdet ihr überrascht sein, dass ich meine Zutaten ganz anders verwende. Da wären ein Ei, 150 ml Speiseöl, eine Prise Salz, ein Teelöffel Senf mittelscharf, ein Viertel Teelöffel Zitronensaft und ein halber Teelöffel Zucker. Hier nochmal im Überblick. Außerdem benötigt ihr ein schlankes hohes Gefäß und einen Stabmixer. Damit die Zutaten aus dem Gefäß heraus nicht in der Küche verteilt werden, sollte das Gefäß wirklich hoch und schlank sein. Der Stabmixer selber muss aber komplett auf dem Boden stehen können. Und hier nun die erste Überraschung. Statt Eigelb, wie das in den meisten Rezepten, die ihr im Internet finden könnt, beschrieben wird, nehme ich Vollei. Da Mayonnaise kalt zubereitet wird, spricht nichts dagegen, dass das Eiweiß mitverwendet wird. Ebenfalls anders als in den meisten Rezepten beschrieben, kommen Zutaten wie Salz, Zucker, Zitronensaft und Senf jetzt bereits schon dazu. Und jetzt kommt die nächste Überraschung. Statt das Öl nach und nach beim Aufschlagen der Soße dazuzugeben, kommt das Öl jetzt schon gleich komplett zu allen Zutaten hinzu. Um bei dem vorigen Beispiel zu bleiben, bei einer Sauce Hollandaise muss das Ganze natürlich wirklich tröpfchenweise hinzugegeben werden, sonst bekommt ihr keine Sauce Hollandaise hin. Dann wird der Stabmixer in das Gefäß eingeführt, auf den Boden gestellt und wie in vielen anderen beschriebenen Rezepten erstmal von unten her gemixt. Und wieder gibt es eine Überraschung, statt es langsam hochzuziehen, wie das in allen anderen Rezepten oder vielen Rezepten beschrieben wird, kann der Stabmixer jetzt hoch und runter und quer und überhaupt bewegt werden. Das ist nämlich völlig egal. Die Mayonnaise entsteht auch so. Und wenn sie dann fertig ist, braucht sie nur noch mal ein wenig abgeschmeckt werden und kann dann um- oder abgefüllt werden. Und hoppla, schon ist eure Mayonnaise fertig. Aber auch bei meiner Mayonnaise ist natürlich klar, da rohes Ei verwendet wurde, muss sie gleich in den Kühlschrank und darf auch nicht allzu lang aufbewahrt werden. Haben euch meine Tipps und Tricks gefallen? Dann lasst doch gerne einen Daumen da. Das war's von mir. Bis hier. Tschüss, euer Kalle.